Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir wollen in die Safari-Zone. Willkommen in der Safari-Zone. Für 500 Pokédollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Ja, ich möchte 30 Safari-Bälle. Ruf nicht bei Lautsprecher, wenn die Fangzeit abgelaufen ist. Oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. Okay. Rasthaus. Hallo? Hey, hey. Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie, wenn ich sie wieder zu Hause bin. Cool. Wo ist bloß mein Freund Erik hingegangen? Ich weiß es nicht. Das kann ich hier leider nicht beantworten. Aber Leute! Wir sind in der Safari-Zone. Tipps für Trainer. Drücke Start, um nachzusehen, wie viel Zeit du noch übrig hast. Das sind Schritte, ne? Ja, okay. Ja, wir werden hier wohl zweimal reingehen müssen. Weil ich halt Nidorina. Nee. Ja, weil ich halt alles erkunden möchte. Und halt aber trotzdem auch zum letzten Abschnitt möchte. Wir werfen einen Ball. Ein Oval möchten wir natürlich fangen. Oh. Oh. Ja, nice. Und es gibt hier viele Besonderheiten. Es gibt hier einmal die Attacke Stahlflügel, soweit ich weiß. Dann gibt es hier Surfer zu holen. Ganz viele verschiedene Pokémon. Unter anderem unser neues Teammitglied. Unser letztes Teammitglied. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt unser letztes Teammitglied hier zu holen. Das werden wir auch machen. Hätten wir es doch, glaube ich, schon früher holen können. Aber, nö. So, wir wollen dieses Rihorn haben. Ich will es. Ich will es. Och, Rihorn. Sei jetzt nicht so ein blöder Nein. Manu. So, erstmal hier ist Surfer, aber wir können hier auch eine Superangel benutzen. Wir können hier ein Pokémon angeln, Leute. Wir können uns hier unser letztes Teammitglied angeln, soweit ich weiß. Vielleicht doch mit Surfer holen. Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube aber angeln. Ein Golking. What? Ich möchte ich nicht. Also ich bin zumindest der Meinung, dass man hier... Wisst ihr? Ich glaube schon. Ein Goldini. Nein, Goldini, du bist auch nicht so das, was ich haben will. Dich haben wir außerdem schon. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Ansonsten müssen wir halt einfach mal... Wir müssen einfach mal weitergehen. Vielleicht finden wir das auch erst im nächsten Abschnitt. Im späteren Abschnitt. Areal 1, Westenzentrum. Okay. Es gibt hier halt einiges zu holen. Ein Dodo! Vielleicht kriegen wir hier auch unsere 40 Pokémon zusammen. Sodass wir uns den EV-Teil holen können. Weil das wäre halt ganz geil. Wenn wir uns jetzt hier unser neues Teammitglied holen, brauche ich mir halt doch schon vielleicht einen EV-Teiler, um das überhaupt hier... Ne? Wisst ihr Bescheid? Komm schon. Dodo, ich weiß, du willst rein. Nein, Dodo! Tu es mir nicht an. Dodo, ich weiß, du willst mein Pokéball. Mein Safari-Ball. Ich weiß, du willst ein Teammitglied sein. Okay, du wirst zwar nicht in Team sein, aber... Nein, Dodo! Ah. Okay, was ist hier oben? Hier ist ein Blattstein. Oh. Für uns nicht so nützlich. Wir brauchen den nicht unbedingt. Aber okay. Noch ein Owei. Owei haben wir schon. Ich brauche ihn nicht nochmal. Ein Sonntag. Hm, okay. Sonntag ist auch nicht unbedingt der Shit, den ich brauche. Ein Nidoran männlich. Wir haben schon Nidoking. Nidoking. So, dann versuchen wir nochmal ein bisschen zu angeln. Ich will dieses Team-Pokémon haben. Ansonsten müssen wir uns halt auf einem anderen Weg holen. Ach, komm schon. Ah. Komm schon, bitte. Sei am Haken. Nein, nein, Mann, ich will kein Golking. Golking, geh weg. Ich will ich nicht. Soweit ich weiß, Moment, ich kann mal kurz nachgucken. Wir haben noch 399 Schritte, oh nein. Wo ist es? Ist es hier? Nein, nein, nein. Nein? Nein? Ja. Für 15% mit der Angel. Mit der Superangel angeln.
Ich angel mit der Superangel, oder? Ja, Superangel. Mit der Superangel angeln, dann kriegen wir das Pokémon. Irgendwann. Irgendwie. Rasthaus. Ja gut, ich glaube, das steht auf jedem dieser Schilder drauf, oder? Wie viele Pokémon, wie viele hast du gefangen? Ich bin total erschöpft. Ich habe einen Janera gefangen. Mit Mühe hat es sich gelohnt. Was für ein Spaß, ha? Ich bin ohne Mühe. Naja, ich bin noch fit. Ein bisschen. In Gebiete 1, 2, 3 und 4 gibt es das Pokémon zu fangen. Okay. Komm schon. Ich weiß, du bist da. Mann, nein! Kein Golking. Was soll ich denn mit Golking? Ich könnte Golking natürlich fangen. Das zählt nochmal als extra Pokémon Pokédex-Eintrag, aber... Nö. Nö. Nö, nö. Ein Paras, haben wir aber auch schon, stimmt. Haben wir schon in dem, in welchem Mondberg haben wir, glaube ich, Paras gefangen, ne? Ich glaube, Mondberg war's. Nein, Paras, wir haben dich schon. Nein, 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 ich will kein zweites Paras, okay. Oh, ich merke gerade, ich muss das Pokémon, wenn ich es angehe, auch noch so fangen. Das ist, glaube ich, noch schwerer. Tipp zu Trainer, verbleibende Zeit verstrich nur, wenn du läufst. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Da unten ist noch ein Pokéball, aber wir müssen eh das zweite, zweimal hier rein, denke ich. Also holen wir uns den Pokéball ein anderes Mal. Tipp zu Trainer, ey. Wenn du das geheime Haus, dann gewinnst du eine VM. Ja, das möchte ich gerne. Denn das ist VM Surfer. Würde ich ganz gerne haben. Flinkklaue. Okay, wir sind jetzt, glaube ich, in Gebiet 2, ne? Ich glaube, wir sind in Gebiet 2. Was hier unten? Hallo? Ich glaube, hier ist gar nichts, außer das Wasser. Ein Blutzug! Haben wir schon. Haben wir schon. Brauchen wir nicht. Hier ist nichts. Wirklich nichts, glaube ich. Noch ein Blutzug. Blutzug, geh weg! Brauchen wir nicht. Angeln. Einfach angeln. Oh, das mit dem Angeln ist immer so doof hier, ne? Also ein bisschen. Komm schon. Pokémon beiß an. Ich weiß, du bist da irgendwo. Irgendwo bist du, Teammitglied. Alter. So, mal hier. Letztes Mal. Okay, dann nicht. Dann nicht. Nee. Ein Nidoran. Die haben wir auch schon. Brauchen wir auch nicht mehr. Und weiter geht's. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Was gibt's hier zu fangen? Nein, Rion! Wir bewerfen dich immer mit dem Stein. Komm. Bumm. Rion ist wütend. Ball. Es wird jetzt leichter zu fangen sein, weil wir einen Stein geworfen haben. Ja! Cool, wir haben Rion. Das ist schön. Rion ist cool. Rion. Stachler. Der Knochenbau dieses Pokémon ist tausendmal härter als der eines Menschen. Mit seinem Tackle-Angriff kann es sogar Anhänger durch die Luft wirbeln. Alter. Alter. Alter, Alter. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Hallo? Ariel 2. Schön. Da oben ist ein Pokéball. Den möchte ich gerne haben. Und hier noch ein wenig weiter angeln. Denn ich möchte dieses Pokémon haben. Möchte es haben, Leute. An! Komm schon! Jetzt... Nee! Hallo? Danke! Endlich mal Pokémon! Komm schon. Oh. Leute, ich werde das zur Not offscreen machen. Ich werde zur Not offscreen dieses Pokémon fangen. Weil das wird mir, glaube ich, zu doof, wenn ich euch hier einen ganzen Part daran teilhaben lasse, wie ich versuche, ein Pokémon zu finden, welches ich dann nicht mal finde. Ja. Also von daher werdet ihr, glaube ich, keinen Fangversuch mitbekommen. Oh, Steilflügel. Nice. Keinen Fangversuch mitbekommen. Noch ein Rasthaus.
Jedenfalls gehen, glaube ich, die Schritte, soweit ich weiß, nicht, oder? Doch, was? Mein Hebel hat sich zum Flammacher entwickelt, aber mein Freund hat sich zum Aquan entwickelt. Ich habe dir zwei unterschiedliche Steine eingesetzt. Geh in die Safari-Zone, du kannst doch einen Preis gewinnen. Ich bin in der Safari-Zone. Safari-Zone ist riesig, nicht? Der Arena-Leiter von Phoxania City, Goga, hält hier gelegentlich Wache. Dank ihm können wir hier in Sicherheit spielen. Okay. Alle Items, die du findest, gehören dir. Aber dir wird die Zeit davonlaufen, wenn du alle auf einmal einsammeln möchtest. Ja, ich merke das schon. Ich habe nämlich kaum noch Schritte übrig. Ich will diesen Pokéball da oben gerne noch haben. Noch ein Rihorn. Okay. Wie gesagt, wir müssen hier ein paar Mal öfter rein. Wie ihr seht. Das nächste Mal, glaube ich, rush ich hier einfach nur so durch. Noch ein Rihorn. Ja, das nächste Mal, gleich werde ich hier einfach nur durchrushen. Wie viele Schritte habe ich noch? 3. 1, 2. Den Rest können wir jetzt eigentlich theoretisch einfach rumstehen und uns dieses Pokémon suchen. Und ich glaube, das mache ich auch. Aber mit Vorspulen. Es tut mir leid, Leute. Aber kommt. Das wird, glaube ich, sonst zu nervig. Pokémon nochmal. Ach nein, du bist nicht das Richtige. Benutze die Superangel, Leute. Mit der Superangel kann ich es fangen. Muss nur Glück haben. Mann, ich will kein Golking. Und das meine ich eigentlich mit, ich möchte euch das eigentlich ersparen hier. Deswegen werde ich, glaube ich, gleich einmal den Part pausieren. Und so lange weiter angeln, bis ich dieses Pokémon gefangen habe. Ah, da ist es. Aber es ist weiblich. Nein. Leute. Unser nächstes, letztes Teammitglied wird ein Dratini. Ein später Dragoran. Aber es war weiblich. Ach, Mann. Ah, ihr habt gesehen, es ist wirklich... Oh, ein Fleckmon. Okay, das fangen wir uns auch noch schnell. Ein Dratini, Leute, richtig. Ja, ein Dratini. Ich weiß nicht warum, aber ich habe voll Bock auf Dratini Dragoran im Team. Ich hatte, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Dragoran mit ins Team genommen. Auch wenn ich es immer cool fand. Aber ja, jetzt ist, glaube ich, mal die Zeit, in der ich endlich mal versuche, ein Dratini mit ins Team zu nehmen. Wir hätten uns es halt schon mit Geldmünzen bei Prismania City kaufen können. Aber darauf hatte ich keine Lust. Deswegen habe ich es nicht getan. Ein Fleckmon, Schnarcher, ein unglaublich träges Pokémon. Wenn es verletzt wird, bemerkt es den Schmerz erst Sekunden später. Okay. Gut, Leute, ich werde jetzt pausieren. Kurz und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich einen Dratini gefangen habe. So, Leute. Wir haben noch 7 Minuten. In den 7 Minuten werden wir hier noch schnell durchrushen einmal. Und ich habe Dratini gefangen, Leute. Ich habe es gefangen. Ich habe es endlich geschafft. Oh, war das anstrengend. Alter Vater. Leute, Das war todesanstrengend. Dieses Dratini zu fangen. Das klappte gar nicht. Das war halt übel nervig. Aber egal. Ich habe es geschafft. Und ich bin stolz drauf. So, hier war doch noch irgendwo ein Pokéball, glaube ich. Irgendwo ein Item. So, Ovi haben wir schon. Dratini ist, glaube ich, Level 15 oder so. Top-Trank, können wir das nicht nachgucken? Ja, wir können es nachgucken, ne? Dratini ist Level 15. Level 15, Leute. Den Pokédex-Eintrag, genau. Pokédex. Irgendwo ganz unten. Da. Dratini, Drache. Dieses Pokémon war lange Zeit Legende, bis man eine Kolonie unter Wasser gefunden hat. Interessant. Würde ich sagen. Okay, ich glaube, ich habe... Habe ich noch irgendwas gefangen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, in der Abwesenheit habe ich nichts mehr gefangen. Wir haben noch ein Dodo. Komm schon. Dodo, dich fangen wir diesmal. Diesmal bleibst du drin, komm. Ich weiß es. Ich weiß, du willst es. Ja. Nein, was? Oh. Oh, es ist jetzt wieder alles so langsam, weil ich eben halt die ganze Zeit wieder vorgespult habe. Komm jetzt aber. Danke, wir haben Dodo. Ich hätte nicht nachgeguckt gerade, wie viele Pokémon wir jetzt insgesamt gefangen haben. Schade. Dodo, Duo-Vogel. Dieses Pokémon gleicht mangelnde Flugfähigkeit durch ein hohes Tempo beim Laufen aus. Ah,
Aber ich glaube, es kann trotzdem Fliegen erlernen. Warum auch immer, es kann Fliegen erlernen. Frag mich nicht warum. Ich habe keinen Plan. Kannst Topschutz einsetzen? Oder irgendwas? Flucht. Okay, wo sind wir denn lange dran? Wir waren hier unten schon. Ja, wir waren hier nicht. Wo sind wir hier? Oh! Okay, sind wir hier richtig oder sind wir falsch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe eh alles geholt, was ich in der Dings hier holen wollte. Aber wir sind hier nicht richtig. Wir sind hier nicht auf der richtigen Seite. Ja, ich habe gesehen, hier ist auch ein Wärterhaus. Aber das Richtige ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Verdammt. Wenn du Steine auf Pokémon wirst, fliehen sie meist. Aber sie sind dann leichter zu fangen. Ja, okay. Ich habe lange gesucht, aber noch keinen neuen Pokémon gefunden. Wenn du ein Köder wirst, bleiben die Pokémon eher an einem Ort, da sie mit dem Fressen beschäftigt sind. Ja, aber sie sind halt auch schwerer zu fangen, ne? Soweit ich weiß. Nein. Ja. Ein Owei. Dich haben wir schon. Owei. Dich brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, ich habe gerade ein paar viele Schritte vergeudet. Da oben darf ich nicht lang. Glaube ich. Wir müssen nämlich hier lang? Ja, hier lang. Dann einmal außen rum. Da, wo wir eben auch schon einmal lang gerannt sind, merke ich gerade. So, von hier aus dann hier runter. Genau. Item holen. Goldzähne. Ah, die Goldzähne vom Wärter, Leute. Schön. Doppelteam, okay. Und wir sind da. Wir sind da. Hallo. Oh, endlich. Du bist der Erste, der das geheime Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, hast gewonnen. Wow. Warum drei Leute, wir haben Surfer. Lern ein Pokémon. Diese Technik kann es dich über Wasser transportieren. Das Beste ist aber, dass du diese VM so oft nutzen kannst, wie du möchtest. Ist es nicht irre? Du bist ein Glückspilz. Ja. Und damit können wir jetzt einfach Schluss machen. Wir haben eh nur noch drei Schritte. Oh. Ah, voll gegen das Mikrofon gehauen. Ah. Okay. So. Beutel. Wir haben erstmal ein paar TMs zu verlieren. Zu erlernen. Wir haben einmal erstmal hier Surfer, genau. Surfer für Shilock, Totok. Nidoking hat Surfer? What? Okay. Anstatt. Ja, komm, anstatt Aquaknarre. Können wir erstmal machen. Ja, ist okay. Dann haben wir eben Stahlflügel bekommen. Erstmal haben wir noch, Flammenwurf hatten wir doch auch, oder? Ja, Flammenwurf. Und zwar Flammenwurf hatte ich für Dratini gedacht. Was hatte ich denn? Flammenwurf, Drachenklaue, Donner und noch irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr was. Ich weiß echt nicht mehr was. Das ist gerade mein Problem. Irgendwas wollte ich ihm noch beibringen. Vielleicht fällt's gerade? Ich weiß nicht. Stahlflügel. Tauburga. Du kriegst jetzt deine letzte Attacke. Somit bist du komplett komplett fertig, was die Attacken angeht. Tauburga hat die Attacken, die es braucht. Genauso wie Dings. Nidoking schon fast fertig ist, abgesehen von Vielender, was ihm noch fehlt. Aber wir haben keinen Zerschneider mehr, stimmt. Ich habe keinen Porenta mehr dabei. Dadurch, dass wir jetzt Dratini im Team haben. Ich hoffe, wir brauchen Porenta erstmal nicht mehr. Aber wir geben jetzt erstmal dem Typen hier seine Goldzähne wieder. Oh yeah. Der Ball ist auch gleich vorbei, oh Mann, ey. Danke. Niemand hat auch hier nur ein Wort von mir verstanden. So konnte ich nicht arbeiten. Nimm das hier für deine Mühen. Und gleichzeitig bekommen wir nicht nur VM3 Surfer, sondern auch VM4 Stärke, Leute. Das sind die beiden VMs, die wir in dieser Stadt kriegen. Das ist ganz cool. Und Stärke wollte ich Gengar beibringen. Stärke kriegt Gengar anstatt Geheimpower. Und somit fehlt eigentlich für Gengar nur noch Spukball. Was ist, glaube ich, mit Level 35 erlernt. Und somit sind wir erstmal fertig. Schön. Ich glaube, ich wollte Dratini Aquawelle beibringen. Ich weiß es aber nicht.
So, wir haben leider noch nicht die Möglichkeit, Felsen zu bewegen. Wir werden jetzt erstmal im nächsten Part Torboga fliegen. Nach Prismania City. Im nächsten Part erstmal die Arena machen. Und ja, während der Arena werden wir auf jeden Fall Dratini trainieren müssen. Das ist halt der Shit, den Dratini erstmal braucht. Erstmal ein bisschen Level. Wir haben noch nicht genug Pokémon gefangen, ne? Uns fehlen noch 3 Pokémon. 3 Pokémon würden uns fehlen. Dann könnte ich... Ja. Ich glaube, ich mache das. Ausgehen irgendwas trainieren, Leute. Damit wir uns EP-Teiler kaufen können. Erholen können. Und ja, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Haut da rein.